meine Sendungen war ich natürlich im ganzen Bundesland Salzburg unterwegs. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit dem Fußball in Benzgau und wir beginnen gleich mit dem Spiel der 1B-Mannschaft des FC Zell am See gegen den FC Kleinal. Beim Spiel des FC Zell am See gegen den FC Kleinal zunächst die in Orange spielenden Gäste am Ball. Machen einen Rückpass auf ihren Torhüter, weiter Abschlag, aber es bleibt vorerst beim torlosen 0:0. Dann wieder ein neuer Angriff, Rückpass. Die Gastgeber sind am Ball, versuchen es über die rechte Seite. Kontermöglichkeit, Pass, Schuss und Tor. 1:0, herrlich herausgespielt vom FC Zell am See, 1B. Jetzt wieder der FC Zell am See am Ball. Eine sehr häufige Szene an diesem Tag. Pass, immer noch der FC Zell am See. Schuss und Tor, weiter der Treffer. Und auch dieses Mal war der Schuss aus meiner Sicht nicht ganz unhaltbar. Und es geht so weiter. Pass, Schuss und Tor, weiter der Treffer. Einer von 9, die an diesem Tag noch folgen sollten. Und es geht auch so weiter. Wieder sind die Zeller am Ball, Kontermöglichkeit, der Torhüter sehr weit weg und so ist es kein Problem, den Ball im Tor unterzubringen. Und der Stand nach 45 Minuten lautet 5:0 für Zell am See. Dann die zweite Halbzeit, immer noch die Zeller am Ball, jetzt wieder mal ein Angriff der Gäste, aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Neuer Versuch. Die 1B-Mannschaft des FC Zell am See am Ball. Gute Aktion. Pass. Und weiterer Treffer. Dicke Gastgeber. Jetzt wieder. Ein Anstoß, der jetzt ausgeführt wird. Kontermöglichkeit, gute Aktion, aber auch dieses Mal geht der Ball nicht ins Tor. Auch dieser Phase war das Ergebnis schon klar. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der FC Zell am See, gut aufgepasst, aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Immer noch der FC Zell am See am Ball. Schöne Aktion, Pass, kommt wieder der FC Zell am See, schöne Kontermöglichkeit, Flanke, Schuss und Tor, weitere Aktion und der FC Zell am See 1B entschied diese Begegnung gegen den FC Kleinal mit 9:0 für sich. Zell am See. Wechseln wir jetzt ein Stückchen Richtung Rimmel und kommen nach Kaprun, denn der FC Kaprun spielte unter anderem auch gegen den SV Mühlbach in Benzgau. Auch wenn Mühlbach in Benzgau keine eigene Gemeinde ist, so haben sie auch dort eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft, wie wir im folgenden Beitrag sehen werden. Im ersten Meisterschaftsheimspiel des FC Kaprun gegen den SC Mühlbach im Benzgau zunächst einmal den violett spielenden Gäste am Ball. Kontermöglichkeit, Schuss und Tor 0:1 durch die Nummer 7. Fabian Bachler, keine Chance für Raphael Kranik im Tor der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. Dann wieder ein neuer Angriff. Schuss, aber dieses Mal sicher gefangen von Raphael Kranik, der sehr gut gehalten hat. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Der FC Kaprun ist am Ball, die Nummer 3. Das ist Ele Brucker. Und auch ein Eigentor gelingt dem Gastgeber des FC Kaprun. Der Ausgleich, auch dieses Mal, war Sascha Unterweger im Tor geschlagen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der SC Mühlbach versucht es, bringt aber nichts ein und die
Am FC Capron kann sich befreien, der Ball geht ins Out. Jetzt wieder ein neuer Pass. Die Nummer 4 ist Georg Rakediner, der Kapitän des SC Mühlbach. Weiter Abschlag. Doch dieses Mal können sich die Gäste befreien. Der Halbzeitstand lautete im Spielverlauf entsprechend 1:1 von diesem sehr sehenswerten Spiel. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst einmal den violett spielenden Gäste am Ball, Rückpass. Die Nummer 10 ist übrigens Fabian Lemberger, der auf Sascha Unterweger zurückpasst. Weiter Abschlag. Und dieses Mal bleiben die Gastgeber am Ball. Jetzt wieder die Gäste. Neuerlicher Versuch. Weiterer Konter über die rechte Seite. Und der Ball geht rüber über das Tor. Eine gute Möglichkeit für die Gäste. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Wird nicht attackiert. Schuss und Tor. Weiterer Treffer durch Issa Sadik in der 75. Minute zum 1:2 aus Sicht des FC Capron. Dann wieder ein weiterer Schuss und Tor. Ausgleich zum 2:2 nur 3 Minuten später durch die Nummer 10 des FC Capron, Daniel Mitterhauser, der übrigens im abgebrochenen Spiel gegen den SC Leogang ein Tor erzielte. Dieses Spiel wurde übrigens am darauffolgenden Mittwoch neu ausgetragen und endete mit einem 1:1 Unentschieden. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit der Gäste. Weiter Abschlag. Pass, aber es ändert sich nichts mehr. Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2 Unentschieden. Das Nächstes darf ich euch einen ziemlich aktuellen Beitrag aus dem Jahr 2019 präsentieren. Beim Spiel, das wir sehen, traf nämlich die Spielgemeinschaft Uttendorf-Niedernsiel auf den SV Großhall, das Ganze natürlich in der zweiten Klasse Südwest. Im Meisterschaftsspiel zwischen dem Spielgemeinschaft Uttendorf-Niedernsiel in den weiß-roten Dressen und den Gästen aus USV Großhall im Blau-Weiß. Zunächst einmal die Gastgeber, die mit Hannes Leo am Tor beginnen am Ball. Dann die 20. Spielminute. Zunächst eine Flanke, Schuss, Tor! Da ist das 0:1 durch die Nummer 15 der Gäste. Rest auf das, da hat Hannes Leo im Tor nicht den Funken einer Abwehrchance und dieser Schuss war absolut unhaltbar. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit kam es noch dicker. Zunächst ein Pass auf die Nummer 9, das ist Lukas Vogelreiter, der übrigens im Winter, wie Hannes Leo auch, beim EC Niedersen Islanders am Eis steht. Am Ball. Jetzt wieder eine neue Kontermöglichkeit. Zieht ab, scheitert zunächst und da ist das 0:2. Sowas ist natürlich bitter für einen Torwart und Christoph Distin, Nummer 15, der Gäste, war zum zweiten Mal erfolgreich. Und dieses 0:2 ist auch der Stand. Dann die zweite Halbzeit. Zunächst noch eine gute Abwehr von Hannes Leo. Pass könnte durchaus mehr gehen, aber es bringt nichts ein. Dann wieder ein neuer Versuch. Das Spielgeschehen kämpfte im Mittelfeld ab. Er passt, aber der Ball geht vorbei. Es bleibt zum 0:3 für die Gäste.
aus dem Großaltal konnten zwar diese Begegnung mit 2:0 für sich entscheiden, aber Hannes Leo im Tor der Gastgeber zeigte einige absolut sehenswerte Paraden und es ist zu sagen, dass diese zwei Tore absolut unhaltbar waren. Mit diesem Ergebnis sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1.